Ja, und damit recht herzlich willkommen hier bei Homeworld Remaster. Nach dem letzten Total-Desaster machen wir das Ganze von neuem und hoffen diesmal auf Besserung. Mal schauen. Kann ja nur besser werden. Oder schlechter. Ich vermute eher schlechter, aber... Ja. Das werden wir sehen. Na, da kommt unsere Flotte. Ich werde das jetzt mal überspringen, damit ich direkt agieren kann. Group 1 reinforced. So, Träger angreifen alle meine Bomber. Ich weiß, es wird eine absolute Opfernummer. Nachdem ich aber das letzte Mal sowas gesehen habe, werde ich meinen. Der darüber. Hopp, aber ZZ. Confirmed. Die Großkampfschiffe sollen alle vorrücken. 3 soll sich sammeln. Bauen. Du bitte. Komm mal hin hier mit dem Abwehr. Bitte. Einmal das. Nee. Ich brauche mehr Bau, da ich einen Bauslot verloren habe. Ein Träger und dann Zerstörer. Der Träger soll vorrücken, genau wie die Werft. Und der Träger soll bitte erstmal Flakfregatten bauen. Viele Flakfregatten. Die Rohstoffsammler sollen Rohstoffe sammeln. Group 4 copies. Pulsar Gunship Squadron complete. En route. Roger. So, ihr sollt da Deckung geben. Docking underway. On our way. Roger. Acknowledged. Moving to destination. Der soll diesen Kahn endlich vernichten. Da haben wir dann unsere Schiffe damit geschützt. Group 5 reports enemy contact. Standing by. Roger. En route. Ah, dann haben wir das Ding auch gleich mit weggebombt, würde ich mal so sagen. En route. So, Gruppe 3, ich habe mich gerade umentschieden, die soll mal hier Stellung beziehen zur Sicherung. Genau, er macht da jetzt hoffentlich alles so weit platt, was dann noch irgendwie lebt. Wir werden jetzt hier deutlich aggressiver vorgehen, wie man sieht. Destroyer under attack. Der Träger soll jetzt angegriffen werden und weggepustet werden, damit wir endlich Ruhe von ihm kontrollieren. Ja, das überlebt er nicht lang. Group 4 reports enemy contact. Dafür hat er die Panzerung. Träger Nummer 2 ist fertig. Okay. Pulsar Gunship Squadron complete. We cannot support any further units. Copy. Bitte, ich kann es natürlich nicht da. Group 3 reports enemy contact. Birds are clear. Construction underway. Roger. Group 3 under attack. Ja, der Träger ist gleich Schrott, das heißt, dann fehlt ihm da noch die Produktionsmöglichkeit. Das ist nur wichtig, alle Produktionsmöglichkeiten. Multiple Mothership Class Signals detected. Möglich, was geht jetzt schon wieder los? Ah, Mann, was kommt denn jetzt schon wieder? Ich bin jetzt schon genervt genug von dem vielen Scheiß, den ich da gerade im Augenwinkel gesehen habe. Gute Frage, was ist das? Nummer 2, es sieht unangenehm aus. Erinnert mich ein bisschen an die Greifer so aus der Kindheit, wenn du da diesen Glaskasten hast, dieser Automat, Geld ein, D-Mark war es, glaube ich. Oder war es 50 Pfennig? Nee, ich glaube eine D-Mark. Hast du reingesteckt und dann hast du da diesen Greifer steuern können und dann das Kuscheltier rausholen, hast du aber nie gekriegt, weil sie mal abgerutscht sind. Da lag kein System dahinter, bestimmt nicht. Also das, wer das glaubt, der lügt. Der lügt. Wie gedruckt. Sieht echt unangenehm aus. Auf jeden Fall da hinten macht unser Großkampfschiff gerade munter weiter und es ist in der Nähe vom Großkampfschiff. Das heißt, wenn das Ding nicht viele selbstständige Waffen hat, kann ich es wegpusten. Und da hinten ein schönes Wetter. Also das muss ich sagen, aus der Entfernung sieht das echt geil aus, dieses Aufblitzen von den Lasern. Ohne Waffen, wie auch immer. These Mothership-Class-Vessels do not resemble any known Vager design.
However, sensors indicate similarities to Benduzi technology. They are not responding to hails. Stand by for combat. Scans of the hull indicate it's immune to conventional weapons. Bring Sajuk to bear. Bring Sajuk to bear. Bring Sajuk to bear. Ich werde deinen Sajuk zum Bären bringen. Meine Ready. Güte. Drawing heavy fire. Flak Frigate. Wo? Bomber Squadron under attack. Ich hatte völlig überfordert, zugegebenermaßen. Der baut den Zerstörer. Wieso ist er denn noch ein Bomber-Geschwader? Das sollte mit hier vorne sterben, damit ich dann in dem hier. Ja, okay, dann machen wir es in dem hier. Nicht Aufklärer Jäger bauen. Komm, mach hinne. Mach hinne. Destroyer complete. Carrier fighter facility complete. Construction underway. Assembly underway. Construction underway. Analysis indicates the unknown Vega vessels are surface bombardment platforms and are preparing to attack. Dispatch interceptors to target any missiles before they can enter the atmosphere. Missiles must be destroyed before they can reach this debris field. Destination locked Enemy missile in. Launch sequence confirmed. Reporting. Confirmed. Flak Frigate complete. Alles soll nach da vorne geschmissen werden. Wir brauchen alles auf aggressiv. Wir werden jetzt hier keine Spielchen mehr spielen. Wir machen jetzt hier vollen Ärger. Ich werde jetzt keine Gruppen mehr aufteilen oder aufbauen. Ich werde jetzt mit voller Waffengewalt einfach nur draufholzen. Wie ein Bekloppter. Ich hoffe, dass wenn ich die auf aggressiv stelle, dass sie die Dinge abfangen. Group 5 under attack. So. Moving to intercept. Destroyer under attack. Supporting friendly units. Feindliche die Zerstörer sollen der um die Zerstörer kümmern. Der weiter feuert darauf. Engage capital ship. Der macht hoffentlich das Ding bald platt. Flak Frigate complete. Interceptor squadron under attack. Nach vorne. Alles, was kämpfen kann, soll nach vorne. Destroyer lost. Battlecruiser under attack. Standing by. Engaging targets of opportunity. Guidance failure. We're losing control. Interceptor squadron under attack. Frigate One under planetary attack. Bombardment platform Interceptor destroyed. Squadron complete. Den werde ich mir jetzt in die Mitte holen, damit ich da mehr Schaden anrichten kann beim Feind. Der hinten feuert auch schon, das ist auch echt unsympathisch. Destroyer lost. Group 4 defeated. Standing by. Und die fangen den Scheiß ab, sehr, sehr gut. Frigate lost. Status report. Ja komm, mach den Scheiß mit dem Blatt. Moving to intercept. Interceptor squadron under attack. Interceptor squadron complete. Reporting. Stabilizers offline. Die Flotte soll, ist ja im vollen Kampfgetümmel und jetzt kommt natürlich unser Großkampf und unterstützt sie hoffentlich effektiv. Zerstörer bauen, genau. Du bitte nur noch Zerstörer bauen. Durchgehend. Du bitte nur noch Abfangjäger bauen. Durchgehend. Und du kannst alles bauen, was irgendwie auch nur den Feind ärgert. In dem Moment flackt. Under fire. Construction underway. Berths are clear. Reporting. Interceptor squadron under attack. Understood. So, und eröffnet das Feuer, oder sie eröffnet Feuer jetzt auch mit ihrer Superwaffe. Copy. Engage capital ship. Ich gebe mir das Schiff, hat schon echt, ist schon echt wichtig. We've got enemy contact. Flak Frigate complete. We cannot support any further units. Wo habe ich sie da, sind sie? No problem. No problem. Bitte mal den reparieren. Danke. Acknowledged. Repairs initiated. Damcon level 2. Enemy destroyed. Need new orders. Acknowledged. Lock all weapons on target. Confirmed. Target confirmed. So, wo sind die Jäger? Die Jäger, die mal bitte um den Kleinkram hier kümmern, die gehen mir nämlich auf den Group 6 reports victory. Target confirmed. Attack vector laid in. Roger. So, du kannst jetzt hier hinterspringen bitte und das Ding schrotten. Group 3 reports victory. Hyperspace coordinates locked in. Flak Frigate complete. Group 3 has defeated the enemy. So, die sollen sich zurückziehen. Ich werde auch jetzt das für die letzte Folge definitiv, ich habe mich dafür gerade entschieden, weil es gerade so doch sehr gut läuft.
Underway. Confirmed. Mann, ich werde jetzt habt ihr hier gerade ein totales Chaos. Bin hier leicht gestresst. Minimal, also man merkt mir überhaupt nicht an, dass ich gestresst bin. Group 6 reporting. Moving to destination. Roger. Friendly's under fire. Moving in. Target confirmed. Watch your six. Du machst jetzt bitte endlich. Interceptor squadron complete. Flak frigate complete. Weil mir da so elend nervig beschießt. Ready. New heading set. Pick your targets. Destination locked in. Locked on target. Confirmed. New heading set. Interceptor squadron complete. Confirmed. Course set. Attention fleet. We have too many collectors here. Expect delays. Copy. Repair order confirmed. Roger. En route. Flak frigate complete. Group 6 under attack. Reporting. Move order confirmed. Pursuing targets. Roger. Drawing light fire. Moving to intercept. Ready. Copy. Engaging. Watch for debris. Interceptor squadron complete. Group 6 reports enemy contact. Standing by. Roger. Understood. Roger. Alle Schiffe darüber. Tighten it up. Course set. Habe ich noch was von der Dreiertruppe? Ah ne, die Dreiertruppe verteidigt ja hier. Die sollen nicht an. Lass die Dinger nicht durch. Das Group ist ganz beschissen von enemy contact. Target confirmed. Flak frigate complete. Group 2 standing by. Destroyer complete. On our way. Confirmed. Intercept course punched in. Moving to destination. Group 6, meine Zerstörer soll weiter vorrücken. Group 6 copies. En route. Copy. Alles was wir haben standing jetzt weiter. Komm, holt euch dieses Teil. Standing by. Reporting. Attack vector laid in. Scheiße, den kriege ich nicht mehr. Standing by. Oder kommen die Jäger so schnell? Ja, gerade noch gekriegt. Das war mehr Glück als Verstand. Flak frigate complete. Unable to build. We cannot support more units. Acknowledged. Target confirmed. Light fire confirmed. Der Typ geht mir irgendwie leicht auf den Keks, dass die da noch so rumkräpeln dürfen. Dann verschaffe ich den mal rüber. Reporting. Schauen wir mal einen Zerstörer rüber. Two planetary bombardment platforms destroyed. Acknowledged. Moving to intercept. Und du bitte. Interceptor squadron under attack. Initiating hyperspace jump. Standing by. Die ganze Flotte soll bitte da vorrücken. Halleluja. Ist das zu viel verlangt? Acknowledged. Destination locked in. Underway. Attack coordinates locked in. Ready. Ja. Destination locked in. Darüber fliegen, Idiot. Show no mercy. Confirmed. Destination locked in. Exiting hyperspace. Ist der Kram ja ganz. Roger. Fast. Ich glaube, der liegt da fest. Reporting. Confirmed. Engaging. Copy. Standing by. Repairs initiated. Copy. Standing by. Das war gerade echt eng. Frigate complete. We cannot support any further units. Hallo, ihr sollt das Ding zerstören, ihr Idioten. Und du bitte das große Übermaßteil da angreifen. No problem. So, ihr müsst diese scheiß hässlichen Kekse wegbringen. So, alle Soldaten drauf feuern. Status report. Engage capital ship. Repairs initiated. Acknowledged. You're looking fine. En route. Roger. Bomben mir diese Kekse weg. Supporting friendly units. Flak frigate complete. Wir sind den einzelnen, den Job, den alle anderen machen sollten. Ich bin gerade echt auf 179. New heading set. Group 2 reports victory. Copy. Confirm. Schön, dass ihr einen Victory reportet. Reporting. Destroyer complete. Collection confirmed. Roger. Ready. Attack coordinates locked in. Confirmed. Attack vector laid in. Ready. Attack coordinates locked in. Ready. Flak frigate complete. Unable to build.
We cannot support more units. Moving while engaging. Confirmed. Moving to intercept. So, die sind da aufgeräumt. Jetzt wird sie überall aufgeräumt. Mit voller Waffengewalt überall aufgeräumt. Jetzt machen wir so platt. Und bis jetzt konnten wir unsere Bevölkerung retten. Das ist ganz gut. Ja, einmal durchstrahlen. Gut, weg ist der Kampf. Sehr schön. Group 2 has defeated the enemy. Scans confirm the final planetary bombardment platform has been destroyed. Mal gucken. Sensors indicate several Vager ships are fleeing to hyperspace. Hikara is safe. Victory is ours. Ja, endlich. Ich bin jetzt gerade zugegebenermaßen völlig gestresst. Das ist extremer Stress gerade gewesen. Karen became the Sajukar, the chosen one, and custodian of the three. Conflicts that raged for millennia came to an end, and a new age of discovery began. An age of great wonders and visions. But one secret remained. The Eye of Aran was discovered. It was opened by the power of the three. What lay beyond hushed every voice in the galaxy. A great network of hyperspace gates. An ancient system, perfectly preserved in the void, hidden from view throughout all of history. The Age of Sajet has begun. Sehr gut. Geiles Ende, geiles Game. Kann ich jedem empfehlen, macht Spaß ohne Ende. Selbst wenn ich euch am Ende unwahrscheinlich gestresst wird, weil diese extrem breite Front und dann diese doch sehr, sehr vielen Gegner, hätte ich nicht erwartet. Also ich hätte gedacht, mit dem Finale, wo wir ihn platt machen, wäre alles vorbei, aber war es dann wohl nicht. Ja, Homeworld 2 Remastered. Haben wir damit durchgespielt. Werde wahrscheinlich immer mal so ein oder andere kleine Multiplayer-Gefechte nochmal hochladen oder Einzelspieler-Gefechte. Haben wir noch nicht ganz entschieden. Aber nichtsdestotrotz war es wirklich ein gelungenes Spiel, ein gelungenes Remaster, genau wie der erste Teil. Die Story, der einfach nur der Hammer. Das Ende wird jetzt nochmal richtig stressig, aber das erwarte ich im Ende. Das erwarte ich bei dem Ende. Die KI ist nicht dumm, das muss man sagen. Unterlegen in dem Fall oftmals, aber nicht dumm. Sie haben mir jetzt ein oder andere Mal echt zum Schwitzen gebracht. Im Einzelspiel bis im Multiplayer auch sehr gut sehr oft zu merken, dass die KI wirklich nicht schlecht ist. Sie ist keine mega geile Top-KI, die wie ein echter Mensch agiert, aber das hat man ja nirgendwo wirklich. Aber das Vorgehen der KI ist schon ordentlich. Nur muss ich sagen, das ist hier im Spiel wirklich gelungen. Die Grafik absolut bombastisch. Man merkt, dass man da mit Liebe gearbeitet hat und der Strategieteil wirklich sehr, sehr gut rausgearbeitet wurde. Ich kann es jedem empfehlen, nochmal dazu gesagt. Ja, und dann sage ich mal, Dankeschön fürs Anschauen, abonniert mich, gebt mir ein Like. Ich freue mich über sowas immer sehr, sehr gut, sehr, sehr stark, sehr, sehr gut, wie auch immer. Ja, mal sehen, wo wir uns das nächste Mal wiedersehen. Hier bei Orodoni, beziehungsweise mit mir, eurem Oro, bei Orodoni. Ja, mal schauen.
Danke, tschüss. Ich muss auch sagen, selbst im Ende jetzt hier, ja, ich wollte eigentlich gehen, ich weiß, aber die Skizzen finde ich auch wiederum sehr, sehr schön. Also man sieht, man hat sich echt Mühe gegeben bei dem Ganzen. Man hat versucht, den Charme vom ersten Teil aufrechtzuerhalten und das hat man geschafft. Es ist ein wirklich charmantes Spiel. Und ich gucke mir gerade so nebenbei die Skizzen an und denke mir, Gott sei Dank hast du einige von diesen Schiffen nicht gesehen oder bist du ihnen nicht begegnet. Ja, einige Schiffe sehen sehr gemein aus. Da merkt man, dass einige Entwickler echt Langeweile haben. Unwahrscheinlich hohe. Unwahrscheinlich viel Langeweile. Gott, ich bin müde. Muss ich dazu sagen, ich sitze hier gerade, das ist 4 Uhr, 5 Uhr und ich muss morgen theoretisch, oder nee, ich habe morgen frei. Also, nein, morgen muss ich arbeiten, aber der heutige Tag habe ich frei. Aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem einen. Wie oft sage ich trotzdem? Schande. Nichtsdestotrotz habe ich einen 10-Stunden-Tag hinter mir, der doch anstrengend war. Ja, das Schiff zum Beispiel sieht mal ganz ganz unschön aus. Unsympathisch. Nee, aber die ganze Story, das Gameplay, wirklich gut gemacht. Und ich bin ganz glücklich, dass ich alle Raketen aufhalten konnten, weil ich gar nicht wissen will, was passiert wäre, wenn, ja, die Dinger durchgegangen wären. Wahrscheinlich genauso ein Desaster wie beim ersten Mal. Es sind ja Planetenkiller, Raketen, Torpedos gewesen, wie auch immer. Die machen dann bestimmt schon dickere Löcher in meinen kleinen Higara. Oder in meine kleine Higara oder in meine in meinen Heimatplaneten. Wie auch immer. Okay. Naja, das war's, wie gesagt. Jetzt bin ich ja wirklich weg. Ich sag mal tschüss.